Die Reise nach Moskau begann mit einem ordentlichen Schreck, als nach dem Einchecken das Hotel kurzerhand wegen Feueralarm wieder verlassen werden musste. Alle Mann erstmal auf die Straße, um dann in einem nahegelegenen Irish Pub Unterschlupf zu finden, ohne Guinness allerdings. Tja, man könnte ja wirklich meinen, der FC Bayern hat schon alles erlebt, denkste. Wobei, nach einer Stunde war dann alles erledigt, Entwarnung, und am Ende ist es mit Humor genommen worden. Wir mussten kurz raus aus dem Hotel, aber es war kein Problem. Es hat mich ein bisschen früher an die Schulhofzeit erinnert, wo man sowas mal ausprobiert hat. Da schau her, der Manuel. Der FC Bayern steht gegen ZSKA Moskau vor seinem 100. Sieg in der Champions League und werde damit dann das vierte dreistellige Team in der Königsklasse. Schön für die Statistik, für Pep Guardiola zählt natürlich etwas anderes. Wenn wir gewinnen haben, wir können eine kleine, aber guter kleiner Schritt nach vorne. Ich denke, wir sind ein bisschen besser die letzten Monate, die letzten Wochen. Wir haben ein bisschen besser gespielt, aber wir sind nur in unserem ersten Prozess von dieser Saison. Unser 1A Moskau-Spezialist heißt Arjen Robben. Dreimal trat Arjen in der Champions League gegen ZSKA an. In jeder Partie gegen die Russen traf er, so gesehen, sein absoluter Lieblingsgegner. Und dennoch wird das Spiel, das ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit wegen rassistischer Fanausschreitungen stattfindet, sicher sehr eigenartig. Ich habe nie gelebt. Ist die erste Mal. Ich hoffe, es wird die letzte. Das Abschlusstraining findet in der Arena Khimki statt, wo morgen dann auch angepfiffen wird. Nikolai Kube ist mit dabei. Nikolai, sind es denn alle Spieler auch? Ja, es sieht alles sehr, sehr gut aus. Alle 20 Mann, die gestern mit nach Moskau geflogen sind, bereiten sich hier im Hintergrund auf das morgige Spiel vor. Also auch Mehdi Benatia und Jerome Boateng, die in den vergangenen Wochen doch ab und zu mit muskulären Problemen zu kämpfen hatten. Morgen hier wird es zu einem Geisterspiel kommen. Keine Zuschauer, keine Fans, keine Sprechchöre. Genauso wie es jetzt aussieht im Stadion, wird es auch morgen aussehen, weil die UEFA den morgigen Gegner ZSKA Moskau wegen rassistischer Beleidigungen in der Vergangenheit zu einem Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit verdonnert hat. Die Mannschaft wird jetzt nach dem Training direkt zum Hotel fahren, hoffentlich gut essen, gut schlafen und dann morgen den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel einfahren. Na, das klingt doch gut. Vielen Dank. Die letzten Infos gibt es dann am Dienstag vor der Partie, die ja schon um 8 Uhr unserer Zeit angepfiffen wird.